Hier spricht Magdalene. Heute möchte ich euch folgende Geschichte erzählen. In den letzten Tagen, da hören wir ja so viel schlimme Ereignisse aus der Fleischindustrie. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die mir meine Mutter so oft erzählt hat. Die Geschichte ist schon sehr alt. 1902 haben nämlich meine Eltern geheiratet. Vater kam aus einem kleinen Dorf im Sauerland und Mutter kam aus Braunschweig, damals schon eine Großstadt. Und meinem Vater war eine Stelle angeboten worden in einem kleinen Dorf im Münsterland, eine leitende Stellung für eine Firma, die noch neu gegründet werden sollte. Und dieses Dorf hieß Laggenbeck. Ja, nun von Braunschweig nach Laggenbeck. Das war schon eine Umstellung, denn Laggenbeck war damals noch nicht der größte Ortsteil von Ibbenbüren. Es war nur ein ganz kleines Dorf. Aber Mutter fügte sich und wurde auch ganz gut fertig in Laggenbeck. Sie hat sich eingelebt, bis auf eine Sache, da kam sie nicht mit klar. Wenn sie Fleisch kaufen wollte, dann konnte sie nicht in Laggenbeck bekommen, sondern da musste sie nach Ibbenbüren fahren mit dem Zug. Und wenn sie einen Sonntagsbraten machen wollte, dann musste sie extra drum nach Ibbenbüren fahren. Und das war lästig und war teuer. Und als sie einmal darüber klagt, da hört das eine Frau aus der Nachbarschaft. Und diese Frau sagt, ja, Frau Lohage, so müssen Sie es auch nicht machen. Sie müssen selbst ein Schwein haben. Dann haben Sie demnächst immer Fleisch im Hause. Mutter guckt so und dann sagt die Frau, wissen Sie was, wir beide gehen jetzt zum Bauern und kaufen uns dort für Sie ein Schweinchen. Und tatsächlich, die Frau geht mit Mutter zum Bauern und sie suchen sich ein kleines Ferken aus und das bringt ihnen der Bauer denn ins Haus. Und damals war es ja so, dass alle Häuser einen Stall hatten, mitten im Wohnhaus ein Stall. Und da wird das kleine Ferkelchen jetzt abgeliefert und die Frau bleibt auch noch dabei und dann sagt sie zur Mutter, wissen Sie was, das muss aber jetzt was zu fressen haben. Ja, und ach, da steht ja so ein kleines Blecheimerchen, passen Sie mal auf. Und dann nehmen wir jetzt 3 Hände voll Roggenschrot und lauwarmes Wasser und das rühren wir so ein bisschen zusammen und das gießen wir jetzt in den Schweinetruch. Und nun gucken Sie mal, wie das kleine Schweinchen sich freut, wie das jetzt dieses Futter leckt. Es macht ja richtig Spaß, wie es das macht. Ja, und Mutter hat auch Spaß und guckt sich und freut sich, dass diese Frau ihr so geholfen hat. Ja, sagt die dann, das müssen Sie aber jetzt auch immer tun. Ja, ja, selbstverständlich. Gut. So ungefähr nach einem Jahr kommt diese Frau gerade bei unserem Haus vorbei und da sagt Mutter, ach Frau, so und so, können Sie nicht mal eben reinkommen und gucken Sie sich mal mein Schweinchen an, wie sich das gemacht hat. Das ist jetzt ein schönes Schweinchen geworden. Die Frau kommt rein, geht in den Stall, guckt sich das Schwein an, guckt und guckt und guckt nochmal und guckt dann Mutter an und sagt, ja sagen Sie mal, wie füttern Sie das Schwein denn? Ja, sagt Mutter, genau wie Sie mir das sagen. 3 Hände Roggenschrot und lauwarmes Wasser dazu. Ach du armes Deutschland, das arme Tierchen, das ist ja halb verhungert. Ob das noch ein Mastschwein wird, das weiß ich nicht. Mutter hat auch nicht weiter erzählt, ob aus diesem Schwein auch ein dickes Schwein geworden ist. Aber das weiß ich aus meiner Kinderzeit noch, dass wir später kein kleines Blecheimerchen im Stall stehen hatten, sondern einen schönen großen Eimer und der hieß der Schweineeimer. Das ist meine Geschichte.